Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Schneeparadies mit traumhaftes Innendesign. Und ja, wir haben in der letzten Folge ziemlich gute Arbeit geleistet, was die Einrichtung der Küche betrifft. Die waren eigentlich soweit alle zufrieden, nur hatte ich den Eindruck, dass sie geglaubt haben, dass ich das gesamte Haus irgendwie renoviert habe, obwohl es nur wirklich die Küche war. Also keine Ahnung, was da Dings war, aber sie waren alle im Großen und Ganzen zufrieden. Und am Mittwoch haben wir wieder den nächsten Job und da bin ich auch mal gespannt, wie wir da uns machen. So, wie sieht denn bei der Kleinen die Fähigkeiten aus? Kommunikation, könnten wir noch dran arbeiten? Im Prinzip müssen wir eigentlich alles noch ihr beibringen. Besonders aufs Töpfchen zu gehen. Das kann ja die Emily mal machen. Und du könntest die Pfütze aufwischen. Was müssen wir denn eigentlich noch insgesamt machen? 3 Wildtierangriffe unbeschadet überstehen. Da haben wir aber erst einen Gedingst. Ich dachte, wir hätten da schon 2. Aber nun gut. Level 8, der Ski-, Snowboard- oder Kletterfähigkeit erreichen. Und erfolgreich eine Ski- oder Snowboard-Abfahrt hoher Intensität auf einer schwierigen Abfahrt abschließen oder bei widrigem Wetter klettern. Das heißt, du könntest eigentlich hier noch ein bisschen weiter an der Dings rumklettern, wenn es dir nichts ausmacht. Hier müssen wir, glaube ich, nichts mehr verbessern, ne? Die sind, glaube ich, alle soweit in Ordnung. So, Rechnungsinfo können wir uns auch mal angucken. Guck mal, wir haben plus 4 Simoleons mit Wasser. Grundsteuer sind halt die 5807. Und Strom haben wir im Moment gar nichts irgendwie. Wollte ich da auch noch Windräder dingsen? Aber wir haben doch hier oben schon eins. Na gut, wie ich halt so drauf bin. Was ist denn bei der Kleinen los? Braucht Vergnügen. Ich denke mal, danach können wir gerne ein bisschen spielen. Bevor die Kleine ein bisschen zu trotzig wird, ne? Wer hat denn eigentlich das Kind von euch auf die Welt gebracht? Du, oder? Und dann hast du noch so eine schicke Figur. Das ist wirklich... Ja gut, das ist aber auch schon länger her, dass sie das Kind auf die Welt gebracht hat. Oh Mann, nicht du so, als ob das erst gestern gewesen wäre. So, meine Kleine. Ab geht's in den Spiel. Ach so, willst du gar nicht? Nee, nee, nee. So fangen wir nicht an. Das Kind wird nicht gezwungen zu spielen. Du wirst dich jetzt erstmal hier mit Fantasieabenteuer beschäftigen. Weil so geht das nicht, Fräulein. Dass dann sich aufgeregt wird. Hallo. Oh, ihr geht's. Muss ich hier jeden Dings... Das ist doch eklig. Vor allen Dingen, was das für eine Pfütze ist. Ich will nicht, weil trotzig ist. Ja, und da kann man nicht einfach sagen, ey, wir spielen jetzt trotzdem. Und dann passieren immer die meisten Unfälle, ne? Gareth hat gelernt, nicht aus Pfützen zu trinken. Immerhin. Es ist so eine liebevolle Familie. Also kann man nicht anders sagen. So, du brauchst auch ein bisschen Spaß und Vergnügen. Da würde ich schon mal fast sagen, könntet ihr doch ein Techtelmechtel noch miteinander dingsen, oder? So, was ist bei dir los? Toiletten, Töpfchen, Unfall. Ah, das macht doch überhaupt nichts. Nein, du gehst nicht in die Toilette. Ich glaube, dir hackt's.
Kannst du noch ein bisschen Fantasieabenteuer spielen? Du sollst nicht schlafen, ihr solltet doch eigentlich einen Techtelmechtel haben. Apropos, es ist schon spät, kleine Maus. Das heißt, dich werden wir vielleicht mal in den Schlaf lesen. Und dann könnt ihr vielleicht, was ist los, ansehen. Okay. Du kümmerst dich um die Kleine? Oder nicht? Level 3 der Fantasiefähigkeit erreicht. Sehr schön. Weißt du was, du könntest ja eigentlich auch Fernsehen gucken. Die Davina weiß ich noch nicht, was sie da eigentlich treibt. Emily wird nach ihrer Elternzeit bei der nächsten Schicht erwartet. Sie kann derzeit keine weitere Elternzeit nehmen. Ja, hatte ich ja auch eigentlich im Prinzip nicht vor. So, dann geht's für dich ab ins Bettchen. Dann hoffe ich mal, dass du eine nette Geschichte vorliest. Und dann kann die Kleine nämlich schlafen, auch wenn sie eigentlich nicht so viel Energie, also verloren hat. Aber schadet ja trotzdem nicht, die Stunden bis zum nächsten Morgen halt trotzdem durchzuschlafen. Was hast du denn eigentlich in Klettern mittlerweile? 7. Das heißt, da kommen wir auch so gut wie voran. Vielleicht könnten wir auch das ein bisschen beschleunigen. Wir sind doch Hexe. Und da spricht ja nichts dagegen, dass wir da ein bisschen reger Verstand, schneller Fähigkeiten erwirbt. Reger Verstand. Da brauchen wir Petersilie und gepunkteter Erdfrosch. Haben wir eigentlich noch ja, Tränke im Inventar? Und wenn ja, welche? Übelkeit, großes Glück, vorteilhafte Klärung, für immer jung, vorteilhafte Klärung. Ein Zaubertrank, der es einem Magier erlaubt, andere Vorteile zu wählen. Wiederbelebt im Nu. Haben wir tatsächlich auch im Inventar. Könnten wir natürlich auch noch einen herstellen. Ich müsste nur wissen, kannst du irgendwie großes Glück, überreger Verstand? Ah ja, wir haben sogar noch einen Erdfrosch. Für ihn wiederbelebt im Nu haben wir jetzt sogar auch noch Dinge da. Das heißt, sie kann einen Trank trinken und die Emily. Das wäre natürlich ganz toll, weil wenn die tatsächlich irgendwie sterben sollten durch einen Unfall oder was auch immer auf der Skipiste oder beim Klettern, gibt es ja immer so ein Risiko, dass man stürzt und dann stürzt man auch noch genau richtig, dass es reicht, um von der Schippe zu springen. Und damit wir aber hinterher wieder fit aufstehen können, hilft halt dieser Trank bei diesem Vorgehen, ne? Aber ich denke mal, wir werden jetzt erstmal den regen Verstand in Auftrag geben. In der Zwischenzeit könntest du dich mal ins Bettchen hauen, weil du musst morgen nämlich auch wieder früh und vor allen Dingen fit sein für deinen nächsten Kunden. Lamperts, okay, da bin ich mal gespannt, was wir denen Gutes tun können in ihrer Wohnung. Und dann kannst du einladen, Tränke zu brauen. Wir brauchen, glaube ich, keine Unterstützung dafür. Aber ihre Haarfarbe, die ist so klasse. Ich weiß nicht, mir gefällt das richtig gut. So, und dann müssen wir halt auch mal wieder spazieren gehen, damit wir auch diese Angriffe vielleicht
dann auch noch über uns ergehen lassen müssen. Und die Skipiste müssen wir auch noch besuchen. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch noch hin. Ich meine, schlafen wäre vielleicht auch ganz nett. In 7 Stunden müssen wir nämlich wieder zur Arbeit. Und den Trank werde ich erst trinken, wenn ich mich tatsächlich um die Kletterfähigkeit kümmern kann. Ansonsten macht es ja auch wenig Sinn, da irgendwie den dann reinzutüten. Und dann geht sie erstmal auf Arbeit. Ne? Das ist einfach Verschwendung. So, alles abfüllen bitte. Was ist da jetzt passiert? Wieso? Wieso ist das jetzt so komisch gewesen? Hä? Also, manchmal verstehe ich nicht, was das soll. Aber okay, wiederbelebt im Nu. Hat bei der Herstellung von Zaubertrank wiederbelebt im Nu Zutaten gespart. Okay, hast du denn dann wenigstens den anderen Trank dann auch hergestellt? Macaroni mit Käse? Also wenn du den jetzt nicht gemacht hast, den Trank, ne? Den kriegst du auf die Finger gekloppt. Wiederbelebt im Nu, vorteilhafte Klärung für immer jung. Großes Glück. Übelkeit. Ewiges Leben. Da ist nichts drin, außer der Scheiß. Richtig toll gemacht. Hat die jetzt einfach Macaroni mit Käse gemacht und so getan, als ob sie den Trank gemacht hat. Also du bist vielleicht mir auch eine. Abfüllen. Ach, das kannst du. So, jetzt müssten wir ja eigentlich wiederbelebt im Nu haben wir sogar 5 Sachen von. So. Reger Verstand. Bitte den Zaubertrank jetzt auch noch herstellen. Ach ja je. Ich hoffe, dass bei Emily das dann heute besser funktioniert auf der Arbeit. Ich bin echt mal gespannt, ne? Zauber wirken können wir doch auch noch, oder? Blitzblank. Duplikation brauchen wir eigentlich nicht. So, ich hoffe, dass du den... Oh ne, nicht schon wieder. Mann. Steh auf. Weißt, wieso kannst du den denn nicht brauen? Gescheit. Der andere ging auch. Ich möchte den aber jetzt machen. Das wird doch jetzt machbar sein. Ich glaube, damit stimmt was nicht. Wenn das jetzt schon wieder schief geht, dann weiß ich auch nicht. So, Spiel, du kackst jetzt nicht ab. Ich will einfach nur diesen Regenverstand-Trank brauen. Und du wirst mich nicht aufhalten. Alles abfüllen, bitte. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Nein, jetzt lass das doch mal. Die kann auch schon die Treppen gehen.
Würdest du jetzt mal an deinen blöden Kessel gehen? Du isst das nicht. Ich schwör dir. Du gehst an deinen Kessel. Geh an deinen Kessel. Also, da wird einfach weiter reingezimmert. So, Kleine. Sind wir da? Soll ich dich zurücksetzen, dass du hier herbeikommst? So, und du, meine Liebe, ich habe dir gesagt, du sollst an den Kessel gehen und hier alles abfüllen. Und wehe, das ist jetzt nicht der Trank. So. Wie viel hast du gemacht? Da ist er doch. Reger Verstand, sehr schön. Da bin ich jetzt wirklich richtig stolz auf dich. Auch wenn das vielleicht nicht so klingt, ne? Die Wiege könnte ich eigentlich im Prinzip auch mal entfernen. Die steht da jetzt schon seit gewisser Zeit. So, das Futter können wir noch auffüllen. Und die Emily, die müsste auch mal demnächst aufstehen, damit die dann auch rechtzeitig fertig wird fürs Arbeiten. So, das Laufen funktioniert doch auch sehr schön. Mit der Kleinen, da erreicht die gleich die dritte Stufe. Und das Töpfchen geht bestimmt auch irgendwie voran. So, Level 3 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Kann jetzt schneller gehen und zur Musik tanzen. Sehr schön. Jetzt darf aber erstmal gefrühstückt werden, weil wir wollen ja nicht, dass die Kleine dann abgeholt wird. So, und dann können wir uns ja noch ein bisschen unterhalten, dass du dann deine Laune vielleicht ein bisschen erhöhen und deine Sprachfähigkeit. Und dann könnten wir mit dir eigentlich nochmal das Töpfchen gehen erledigen, bevor du halt in deine Windeln machst. So, Emily hat in einer Stunde den Termin. Bis dahin würde ich gerne gucken, dass wir das hinkriegen. Mit dem Töpfchen gehen. Dass die Kleine, bevor sie zur Tagesdecke, hast du schon in deine Windeln gemacht. Naja, gut. Sieht nicht danach aus. Aber ich dachte, sie hätte ein bisschen bei der Blase mit zu tun. Das schaffen wir nicht mehr. Ein Agent von Plump Bob Pictures berichtet Davina am Telefon von einer neuen Reality-TV-Show namens Hunks and Dunks, in der 10 Bodybuilder und 10 Profi-Basketballer in einer Reihe sportlicher Wettbewerbe gegeneinander antreten. Die Produzenten sind in Panik. Einer der Bodybuilder hat sich während der Dreharbeiten zur ersten Episode die Leistenmuskulatur gezerrt. Und nun wird verzweifelt ein Ersatz gesucht. Wenn Davina dem Agenten ein Bestechungsgeld zahlt, garantiert dieser ihr einen Platz am Set. Davina erntet Ruhm und wird im Job befördert. Dafür verliert sie ein bisschen Geld, weil sie ein Bestechungsgeld bezahlt hat. Oder Angebot ablehnen. Wir können das einfach auch mal dingsen. Es sind ja nur 200 Simoleons. Und sie ist zur Champion-Bodybuilderin befördert worden. So, und wir sind auch
zu einem Star oder irgendwie, also berühmter geworden. Und wir gehen natürlich zur Arbeit, während die Mädels ja noch arbeitstechnisch unterwegs sind, geht ja die Kleine ja sowieso zur Tagespflege. Hoffe ich zumindest. Bis jetzt war das ja immer so. Und dann, wenn wir auf dem Grundstück gelandet sind jetzt, mache ich einen Cut. Weil es mal wieder Zeit wird, ne? Wie immer halt. So. Sind wir jetzt angekommen? So weit können die ja nicht wohnen. Dass das jetzt Stunden dauert, bis wir angekommen sind. Jo, da sind wir bei den Lamberts. Ach, du bist das. Nee, du bist Lobo. Was soll das sein? Ah, okay. Liebkosungskisten zum Stapeln inspizieren. Da bin ich mal gespannt, was uns da in der nächsten Folge erwartet. Ja, und dann würde ich mal fast sagen, ja, mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns wie immer in einer neuen Folge. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine tolle Zeit und ja, tschüss.